Den Einheimischen fällt es vielleicht nicht jeden Tag auf. Doch Alsfeld hat mit seinen kleinen Gassen und den romantischen Fachwerkhäuschen für viele Fremde etwas Märchenhaftes. Darauf setzt die Stadt zwar jetzt schon bei ihrer Vermarktung, doch die Verantwortlichen wollen das noch intensivieren. Alsfeld will sich dauerhaft als Märchenstadt präsentieren. Doch dafür sei noch einiges zu tun, sagte Alsfelds Wirtschaftsförderer Uwe Eifert nach seiner Präsentation im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Zerstörte Fahrzeuge, Hilfeschreie und aufsteigender Rauch. Ein Stück stillgelegte Bundesstraße verwandelte sich am Samstagmittag bei Alsfeld zur Unglücksszenerie. Mehr als 60 Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst und dem Katastrophenschutz trainierten die Unfallrettung bei einer Massenkarambolage. Am Montagvormittag kam es zu einem Brand in der Druckerei der SDI Group in Lauterbach. Das Feuer konnte von der Werksfeuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Atemnot, ständige Hustenanfälle, Infektionen und Verdauungsprobleme – das sind nur einige der Symptome, die zum Leben von Eva dazugehören. Die 32-Jährige aus Herbstein ist eine von 8000 Menschen in Deutschland, die an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet. Die Geschichte einer jungen Frau, die nachts regelmäßig um ihr Leben fürchtet und durch Husten so viel Kalorien verbrennt, dass sie Spezialnahrung zu sich nehmen muss, gibt es auf Oberhessen Live. Die Filma sorgte am Dienstagabend für einige Wetterkapriolen im Vogelsbergkreis. In den Gemeinden Feldertal, Freien-Steinau und Gemünden sowie in den Städten Homberg und Kürdorf mussten die freiwilligen Feuerwehren zur Hilfe ausrücken. Laut ersten Angaben waren mehr als 170 Feuerwehrleute im Einsatz. Kein Netz. Für Kunden der Deutschen Telekom herrscht in Romrud und Umgebung wieder einmal Funkstille. Seit über einer Woche zeigen die Smartphones im Bereich der Kernstadt keinen einzigen Empfangsbalken. Ursache für die aufgetretene Störung ist nach Angabe eines Telekom-Sprechers der Ausfall einer Mobilfunkstation in der Romröder Kneippstraße. Das war es dann erst einmal wieder für diese Woche. In der nächsten Woche sehen wir uns wieder. Für die, die zwischendurch nicht genug bekommen, lohnt sich der Blick auf Oberhessen Live.